Auf der IAA 2005 haben wir für Sie berichtet über vernünftige Autos, sparsame Autos, etwas für jeden Tag. Aber jetzt zeige ich Ihnen meinen ganz persönlichen automobilen Traum, den Wiesmann Roadster. Und wir haben uns verabredet mit Firmengründer und Mitinhaber Friedhelm Wiesmann. Herr Wiesmann, was sind das für Menschen, die einen Wiesmann Roadster kaufen? Also im Durchschnitt sind unsere Kunden zwischen 45 und 55 Jahre alt. Sie haben vielleicht damals während ihrer Studienzeit von Austin, Heli oder ähnlichen Fahrzeugen geträumt. Und heute holen sie sich in Form des Wiesmann Roadsters ihre Träume zurück. Sie sind natürlich in gewisser Weise finanziell unabhängig. Die Kinder sind aus dem Haus. Man kann heute auch ein bisschen Freizeit leben. Und wir schauen uns jetzt mal an, was in Ihrer Manufaktur für Träume verwirklicht werden. Okay. Herr Wiesmann, der Wiesmann Roadster, damit fing eigentlich alles an. Was ist das für ein Auto? Was hat er unter der Haube? Ich meine, dass er wunderschön ist, das sieht man in den Bildern, aber was steckt drunter unter der Haube? Also wir verwenden generell BMW-Technik. In diesem Fall verwenden wir BMW M3-Technik. Das heißt, das Fahrzeug hat einen M-Motor mit 343 PS. Auch die Getriebe, das Differential, die Bremsanlagen sind original BMW-Teile. Ansonsten wird das Auto komplett, so wie Sie es sehen, bei uns in unserer Manufaktur gefertigt. Das heißt, wir machen die gesamte Karosserie, das gesamte Interieur, das gesamte Chassis und alles, was wir eigentlich hier optisch erfassen. Und zwar speziell auf Wunsch des Kunden. Das heißt, Individualität wird ganz groß geschrieben in unserem Hause. Und der Schwerpunkt liegt eben auf Manufaktur, das heißt reine Handarbeit. Das heißt, man kann sich tatsächlich sein Auto Traum zusammenstellen lassen und Sie machen das dann ganz individuell für den Kunden. Das ist richtig. Wir können zum Beispiel jede Farbe lackieren, also nicht nur begrenzt auf 10, 20 Farben. Wir können über 400 Ledersorten anbieten. Wir können auch Ledermaterial miteinander mixen. Wir können Alcantara mit einfließen lassen. Jede Naht, jeder Keder wird mit dem Kunden detailliert durchgesprochen. Er kann wirklich seine Wünsche direkt mit einbringen und bekommt wirklich sein Auto. Jedes Auto ist im Grunde ein Unikat. Das hört sich nach sehr viel Arbeit an. Wie lange dauert es, bis man sein Auto ausgeliefert bekommt? Ich meine, jetzt mal abgesehen von der Warteliste, die es wahrscheinlich für sowas gibt, aber wie lange brauchen Sie, um so ein Auto fertig zu bauen? Die reine Produktionszeit beträgt je nach Ausstattung zwischen 320 und 350 Mannstunden. Ja? Also das ist eine Menge Arbeit, die da drin steckt. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass alles wirklich handwerklich erstellt wird. Auf der anderen Seite ist nur auf diesem Wege möglich, diese Invalidität darzustellen. Die Kunden, die ein solches Auto kaufen, denke ich mal, haben ein anderes Verhältnis zum Automobil als der Otto-Normalverbraucher. Was sind das für Kunden? Sind das Menschen, die sich das Auto ins Wohnzimmer stellen oder sind es Sammler, die es vielleicht ihrer Sammlung hinzufügen? Wie muss man sich das vorstellen? Sammler gibt es natürlich auch, das ist aber eher die Ausnahme. Die meisten unserer Kunden fahren die Autos als Dritt-, als Viert-, als Fünftwagen. Natürlich hat man als Tagesauto in Anführungsstrichen ein vernünftiges Auto, dann vielleicht auch ein Familienauto. Aber irgendwo beim Drittwagen fängt es langsam an, darüber nachzudenken, wie andere sich zum Beispiel ein Motorrad in die Garage stellen. Stellen sich unsere Kunden ein solches Fahrzeug in die Garage und fahren es überwiegend natürlich nur im Frühjahr und im Sommer bis in den Herbst hinein, nur bei schönem Wetter, für Urlaubsfahrten, also in der Freizeit. Sie haben in diesem Jahr auf der IAA ein weiteres Fahrzeugmodell mitgebracht. Das ist der Wiesmann GT. Ja. Würden Sie mir den zeigen? Ja, gerne. Okay, gehen wir doch mal hin. Herr Wiesmann, das ist das neue Modell Wiesmann GT, ein geschlossenes Fahrzeug. Was muss man mehr noch darüber wissen? Ja, zunächst mal muss man vielleicht die Frage stellen, warum bringen wir überhaupt ein geschlossenes Fahrzeug? Die großen Konzerne betreiben Marktforschung und man stellt fest, dass andere Sportwagenhersteller Coupés
und Cabrios oder Roadster auf den gleichen Fahrzeugtyp bringen. Und der Anteil im Verkauf liegt ungefähr 40, 60, 45, 55 oder ähnlich. Das ist ziemlich ausgewogen. Wir können natürlich als kleine Hersteller keine Marktforschung betreiben, können uns nur an den Ergebnissen der Großen orientieren und sind damit zum Schluss gekommen, auch für uns muss es einen Markt geben für Coupés. Und das scheint sich auch zu bewahrheiten. Jetzt dieses Coupé, was wir vor 2 Jahren als Prototyp hier vorgestellt haben, ist jetzt in der Produktion. Und wir haben diesem Auto für unsere Verhältnisse einen großen Erfolg. Wenn Sie sagen großer Erfolg, wie muss man sich das vorstellen bei einer Manufaktur? Wie viel Stück im Jahr stellen Sie von solchen Fahrzeugen her? Gut, wenn Sie mal bedenken, dass wir mal mit 4 Autos im Jahr angefangen sind und in diesem Jahr rund 100 Autos herstellen, mittelfristig bis auf 300 Autos pro Jahr gehen, so ist eine stetige Entwicklung dort zu sehen. Für uns ist es ein großer Erfolg, wenn man von so einem Fahrzeug innerhalb von einem halben Jahr 50 Autos verkaufen kann. Mhm. Was besonders auffällt bei diesem Auto, genau wie bei dem geöffneten, also bei dem Cabrio, das Innenraumdesign ist ein Traum. Das ist ein Traum in Leder. Was sind die Besonderheiten? Ich denke mal, bei einem Wiesmann fällt als erstes auf, auch für den Laien, die Anzeige. Zeigen in der Mitte der Konsole. Was muss man dazu wissen? Warum ist das so? Ja, okay. Wir bewegen uns natürlich mit unserem Produkt in ganz kleinen Nische. Ja, wir möchten nicht das Gleiche machen, was Große machen, dann hätten wir keine Daseinsberechtigung. Also müssen wir uns davon abgrenzen. Zum einen versuchen wir eine optimale Symbiose aus klassischem Design und modernster Technik zu schaffen. Auf der anderen Seite versuchen wir im Innenraum auch Stilelemente der 50er und 60er Jahre umzusetzen. Und wir machen eben das, was damals auch aktuell war, interpretieren es heute aber in einer etwas moderneren Form. Aber dazu gehört zum Beispiel, dass Instrumente in der Mitte sind, ja, dass der Drehzahlmesser da ist, wo er hingehört, dass die Sitzpositionen etwas anders sind in dem Auto. Und der erste Blick zeigt schon, es ist anders als ein gewöhnliches Auto. Und so sollte es auch sein. Und das mit der Sitzposition, das probieren wir zwar jetzt mal aus. So, jetzt sitzen wir drin im Wiesmann Roadster. Es ist ein tolles Gefühl. Man ist wirklich eng eingeschmiegt in diesem Fahrzeug. Herr Wiesmann, erzählen Sie ein bisschen was über die Firmengeschichte. Wie hat alles angefangen? 1985 sind mein Bruder Martin und ich über die Motorshow in Essen gegangen. Wir beide waren mit unseren damaligen Tätigkeiten nicht so ganz glücklich und wollten uns irgendwie verändern. Da muss man wissen, wir kommen ursprünglich aus der Autobranche. Meine Eltern hatten ein Autogeschäft und es war eine starke Affinität zu Autos halt immer da. Als wir dann verschiedene Fahrzeuge auf dieser Motorshow in Essen sahen, AC Cobra Nachbauten, Morgan, TVR aus England und ähnliche Fahrzeuge, ist uns irgendwie die Idee gekommen, mein Gott, da gibt es viele Detailprobleme, es gibt Qualitätsprobleme, da ist teilweise sehr veralterte, schlechte Technik drin, das muss man noch besser machen können. Vielleicht gibt es dort eine Nische. Dort ist eigentlich die Idee geboren, das eigene Auto zu entwickeln, immer unter der Vorgabe, wir wollen ein klassisches Design machen, das mit modernster Technik paaren, sodass das Auto wirklich funktionstüchtig ist und nicht ein Exot im klassischen Sinne ist. Die haben immer Probleme mit der Technik, die bleiben dauernd stehen, wir wollen ein Auto machen, was auch funktioniert. Und dann sind wir zunächst auf privater Ebene daran gegangen, dieses erste Fahrzeug zu entwickeln. 1988 haben wir uns dann entschieden, uns damit eine Existenz sozusagen aufzubauen, das professionell zu machen, weil ansonsten das viel zu lange gedauert hätte. Wir wussten natürlich, es ist ein ewiger Zeitraum, bis das technisch entwickelt ist. Es kostet sehr, sehr viel Geld. Es gibt nachher das Problem, in den Markt reinzukommen. Also was können wir tun, womit können wir in der Zwischenzeit auch Geld verdienen? Und da ist die Idee geboren, Hardtops zu entwickeln für Cabriolets. Und wir haben 88 angefangen mit Hardtops. Wir haben dann nachher für sehr viele verschiedene Hersteller Hardtops gebaut. Das war sehr erfolgreich. Und wir konnten es uns dann leisten, den Roadster tatsächlich professionell zu entwickeln. Das ging bis 1993. Dann hatten wir das erste Auto fertig, haben eine kleine Produktion aufgebaut und fingen an, dieses Auto auch zu vermarkten. So wie Sie es erklären, klingt es eigentlich ganz einfach. Auf der anderen Seite sehen wir, dass in der ganzen Welt große Automobilkonzerne von der Oberfläche verschwinden. Es findet eine Konsolidierung statt. Die Kleinen werden von den Großen gefressen. Und es gibt eigentlich viele, viele kleine, auch traditionelle Automobilmarken nicht mehr. Trotzdem, Wiesmann ist eine Marke, die jetzt schon in den, auf dem Markt nicht mehr wegzudenken ist. Und das funktioniert mit einem Fahrzeug, das sehr teuer ist, das nur eine kleine Käuferschicht sich leisten kann. Was ist das Geheimnis? Warum geht das bei Ihnen, was bei anderen nicht geht? Ein solches Unternehmen steht im Wesentlichen auf 4 Säulen, die alle tragen müssen. Das erste ist die Finanzierung. Das ist schon sehr, sehr schwierig, überhaupt die Finanzierung hinzubekommen, auch langfristig hinzubekommen. Das zweite ist die technische Entwicklung. Dieses wird völlig unterschätzt. Die Probleme, die damit verbunden sind, die Auflagen, die man bekommt vom TÜV, von anderen, werden völlig unterschätzt. Der Zeitraum dieser Entwicklung wird unterschätzt und damit auch wieder das Investment. Das dritte ist, eine funktionierende kleine Produktion aufzubauen. Hier sind auch Ideen gefragt. Und das vierte, was auch unterschätzt wird, die meisten leben ihren Traum, denken aber nicht darüber nach, wie man diesen Traum dann auch realisieren kann, beziehungsweise wie man die Produkte vermarkten kann. Man steht am Anfang mit einem No-Name-Produkt, hat null Image, hat null Bekanntheitsgrad. Und fängt an, irgendwie
Geschäft zu generieren. Das ist unglaublich schwierig, das richtige Marketing zu machen. Man fängt praktisch mit ganz, ganz kleinen Budgets an, in den Markt reinzugehen. Und da muss man sehr flexibel sein, man muss ein sauberes Marketing entwickeln, man muss Kooperationen eingehen, man muss Guerilla-Marketing betreiben und ähnliche Dinge. Nur wenn alle vier Säulen tragen, kann das erfolgreich sein. Wenn eine Säule wegbricht, bricht das ganze System zusammen. Ja. Die Firmen, die es nicht geschafft haben, und die es angefangen haben, es nicht zum Ende gebracht haben, bei denen hat es entweder an ein oder an zwei Säulen eben nicht funktioniert. Mhm. Daran sind sie gescheitert, obwohl sie auch gute Ideen hatten. Mhm. Und bei Ihnen scheint alles zu funktionieren. Ich würde jetzt noch mal ganz gerne ein Auto mir mit Ihnen zusammen anschauen, das hier auf der IAA ausgestellt wird. Ein Traum in Schwarz. So, das ist jetzt hier auch ein Wiesmann GT, ein neues Modell, ein geschlossenes Modell mit einer Farbe, die ich so noch nie gesehen habe. Das ist schwarz-matt. Was ist das für ein Auto? Gut, das ist auf Kundenwunsch schon gemacht worden. Das ist sicherlich sehr ungewöhnlich. Das gibt es ja schon mal bei Motorrädern oder bei Fahrrädern. Aber jeder, der sowas mal gehabt hat oder benutzt hat, weiß, dass es auch extrem empfindlich ist, dass es fast nicht sauber zu halten ist. Aber dieser Kunde wollte unbedingt diese exotische Farbe haben, so haben wir sie gemacht. Auf der anderen Seite kommt die so gut an und ist ungewöhnlich, dass wir uns entschlossen haben, den Kunden doch zu bitten, uns dieses Auto in dem Fall zu leihen für die Messe, um es hier auszustellen, weil dieses Auto gibt es nur einmal in der Form. Das heißt, Sie haben auch ein ganz besonderes Verhältnis zu Ihren Kunden, die das Auto gekauft haben. Das heißt, der wird nicht nach dem Kauf des Fahrzeugs allein gelassen, sondern da ist eine enge Verbindung, oder? Das ist ganz klar. Wir kennen natürlich jeden Kunden persönlich. Die Kunden kommen zu uns, die verfolgen die Produktion ihres Babys sozusagen. Mhm. Das ist ein sehr enger Kontakt. Wir haben auch einen eigenen Wiesmann-Club, wo viele Kunden organisiert sind und mitmachen. Wir machen sehr viele Events mit unseren Kunden im Laufe des Jahres. Ist doch ganz klar, dass ein kleines Unternehmen einen engen Kontakt zu den Kunden hält, speziell bei solchen Produkten. Insofern fühlen sich die Kunden natürlich bei uns auch gut aufgehoben, denke ich. Was muss man denn investieren, wenn man so ein Fahrzeug haben möchte? Vielleicht mal angefangen mit dem Wiesmann Roadster. Was ist da so die Preiskategorie, die man berechnen muss? Den Wiesmann Roadster gibt es mit zwei Motorvarianten, mit dem 3-Liter-Motor von BMW und M3-Motoren. Die Preise starten bei 88.900 Euro plus Extras. In der Regel sind nochmal 10.000, 12.000 Euro Extras verarbeitet. Mhm. Beim GT ist es so, er hat 18er Motoren von BMW, er hat ein komplettes Aluminium-Chassis. Der Preis liegt bei 107.000 Euro inklusive Mehrwertsteuer plus Extras, in der Regel 115.000 bis 125.000 Euro. Mhm. Das heißt, man muss schon ordentlich was hinlegen. Denke ich mal, ist für jeden aber auch logisch, dass so ein handgefertigtes Auto so viel kostet. Was dann aber natürlich interessiert ist, wenn man das Fahrzeug dann einmal hat, wie ist es dann mit dem Service? Kann man da überall zum Beispiel zu BMW gehen, um das Auto warten zu lassen, oder muss man dann immer wieder zu Ihnen ins Werk kommen mit dem Auto? Gut, da wir generell die BMW-Antriebstechnik verwenden, kann ein solches Auto genauso gewartet werden wie ein Serien-BMW. Ist also völlig unproblematisch. Die einzige Ausnahme sind Karosserieschäden. In dem Fall muss das Fahrzeug zu unserem Stützpunkt wandern oder zum Werk zurückgeholt werden, was auch erstens selten passiert und zweitens dann auch kein Problem darstellt. Mhm. Ich sage danke für das Gespräch. Das war auch für uns hier auf der IAA eine Besonderheit, mit jemandem zu sprechen, der die Fahrzeuge wirklich von Hand herstellt. Eine Manufaktur, ein ganz besonderes Erlebnis. Und ich sage auch Ihnen danke für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal.